Hallo Freunde und herzlich willkommen zu Big Ambitions. Halt, Taxi, stopp! Nein, 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 nein! Oh, verdammt! Ja, wir sind hier gerade dabei. Beziehungsweise ich habe, ihr seht schon, 1,3 Millionen jetzt auf dem Konto. Weil ich eventuell eine Zeit gespielt habe. Ich glaube, man sieht es auch an der Zeit. So, wir fahren jetzt schnell. Wo waren hier die... Wir machen nicht kurz nochmal eine kleine Runde durch die Parks durch. Einfach weil es uns nochmal ein bisschen Schub hier oben gibt in Happiness. Und wir brauchen das ganz dringend gerade. Wichtig ist auch, du musst eine Zeit im Park bleiben. Das bringt sich immer ein bisschen was. Wir laufen jetzt hier im Grunde durch den Park ein bisschen durch. Gehen dann wieder zurück zum... Gehen zurück zur... zur U-Bahn. Und von der U-Bahn gehen wir dann weiter zum Skaterpark. Vom Skaterpark gehen wir dann nach Hause. Warum? Weil ganz, ganz simpel unsere Happiness hochgeht und viele von unseren Mitarbeitern ein friedliches Arbeitsumfeld wünschen. Und dafür muss unsere Zufriedenheit immer über einen bestimmten Prozentsatz sein. Deswegen laufe ich hier auch gerade wie ein Bekloppter rum, weil einfach du sonst es nicht hinkriegst. Es ist, und je kürzer du drin bist, desto weniger Tage ist sozusagen deine Happiness hoch und du müsstest dann jeden Tag in den Park wieder gehen, weil es so viel Zeit kostet. Ich habe weiterhin den Plan, den Backstep-Move zu machen, deswegen habe ich auch ein bisschen Geld angespart. Ich habe auch wieder sehr, sehr viel einkaufen müssen. Also wenn ihr hier auf Businessman schaut, seht ihr, dass wir 9 Tage haben, bis das letzte oder das aktuell neueste Lebensmittel ausgeht. Ich habe 1,3 Millionen auf dem Konto. Ich hatte echt schon wieder knappe Dinge, aber ich habe gleich 1 Million ausgegeben oder sowas für Einkäufe. Wir stehen aktuell bei 1,3, also stehen wir eigentlich ganz, ganz gut da. So, wir laufen jetzt zur U-Bahn und gehen mal zum Skaterpark. Skaterpark! Wo ist der Skaterpark? Da ist der Skaterpark. Und was ich auch noch sagen kann, ich werde wahrscheinlich dieses Jahr bei der Gamescom sein. Das erste Mal wirklich, dass ich zur Gamescom komme. Ich wollte seit irgendwie über 5 Jahren eigentlich mal zur Gamescom, habe es nie hingekriegt, finanziell oder zeitlich. Aber dieses Jahr werde ich es machen. Und es sind gerade die letzten Pläne es sind die letzten Sachen am Planen. Bedeutet, ich werde wahrscheinlich Samstag, Sonntag auf der Gamescom sein. Relativ spät. Aber es ist halt für mich zeitlich einfach so eine Komponente, die schwer zu finden sind. Vor allem, weil ich nicht alleine fahre. Das ist natürlich dann wieder alles absprechen. Technisch wichtig. So, jetzt gucken wir mal, wie viel hat uns jetzt der Park gebracht? 2 Tage. Jetzt schauen wir, dass wir den Skaterpark auch noch so 2 Tage kriegen. Und dann hat sich das alles erledigt. Aber da werde ich auf jeden Fall unterwegs sein. Bin mal gespannt, wie die Gamescom so ist. Ich war ja, wie gesagt, noch nie. Ich glaube, ich habe aber auch die beste Zeit für die Gamescom wirklich verpasst. Also es gibt ja viel irgendwie mehr Diskussion über das ganze Gamescom-Zeug und hin und her. Und ja, es ist doch leider irgendwie mittlerweile so ein bisschen kontrovers, was ich schade finde, weil Gamescom ist für mich immer noch so ein Highlight. Es gibt mittlerweile bei uns hier in Salzburg auch eine Messe, die bin ich jetzt das 2. Jahr schon gewesen und ich fahre sie immer noch. Ich werde vielleicht mal Cosplay machen sogar. Also ich habe irgendwie Bock, so ein bisschen auf Cosplay zu gehen. Muss man natürlich schauen, das ist jetzt auch wieder so eine Sache, das kostet wieder viel, viel Zeit und ich habe nicht unbedingt viel Zeit. Weil ich natürlich mit meinem Job und mit meinen restlichen Hobbys immer viel, viel Zeit habe oder Zeit brauche. Deswegen, ich würde ja auch immer gern streamen, aber ich weiß nicht wo, ganz ehrlich. Vor allem kriege ich keine Konstanz rein. Also ich müsste ja, wenn dann konstant streamen. Ich wüsste aktuell noch nicht wie und ja, es ist, die letzten Jahre auch nicht gut gelaufen. Aber ich hoffe, dass sich das alles ändert und wir vielleicht wirklich mal in der Zukunft einen großen Stream machen können. Gut. Genug gelabert. Jetzt geht's ans Eingemachte. Denn es gibt ja noch ein paar Läden, die wir zu übernehmen oder zu vernichten haben. Nicht Businessman. Google Maps. Und Google Maps sagt, hier ist ein großer Elektronikladen. Der hier macht Ziel festlegen. Nein. Ich drücke jetzt mal die falsche Taste. Also, wir haben ja hier den Elektronikladen schon vernichtet. Der ist ja durch unseren
Saturn ausgerottet worden. Hier gibt es ja noch einen. Nee, warte mal, hier ist gar kein Elektroladen, ne? Das Gebiet hat gar keinen wirklichen Elektroladen. Das hier hat, ich glaube, einige. Damit könnte man vielleicht die komplette Umgebung einmal ausschalten mit einem. Hier unten gibt es auch, glaube ich, eins, zwei, genau, zwei Stück. Und hier gibt es auch nur einen in dem blauen Gebiet. Und wenn ich mir da mal ein bisschen mit Öffnen schaue, Geschäftsinventar anschauen. Riven, also die haben auch keine wirklich große Auswahl. Bedeutet, wir hätten hier, glaube ich, sogar relativ großes Kundenumsatzgebiet. Jetzt müssten wir natürlich nach einem Einzelhandelsgeschäft schauen, was hier noch frei ist. Und ich glaube halt nicht, dass hier wirklich viel frei ist. 225, C1, 40, 30, nun... Es ist halt echt nicht viel frei. 1000 Quadratmeter, aber fast kein Durchsatz. Ha. Ist schwer. Ich würde es an der Hauptstraße nehmen, um den zu betteln. Was hat der? 225, 40, 30. Also eher so das, den Style hier. Vielleicht sollte man das auch nehmen. Weißt du was? Ein bisschen öffnen. Ich glaube, ich nehme das. 22 Millionen kostet das Gebäude. Gebäude mieten. Neues Unternehmen gründen. Und da machen wir jetzt daraus auch einen Elektronikladen. Auswahl. Und auch Saturn. Geht das? Saturn West. Nennen wir den jetzt einfach. Saturn West. Gut. Saturn West braucht noch natürlich wieder ein Elektronik-Icon, weil was heißt, der kriegt das Logo hier. Ja, der kriegt zuerst das Logo in Logofarbe Rot auf Schwarz. Finde ich aber irgendwie hässlich. Logo ändern, Saturn. Gut, zu welchem müssen wir jetzt da wieder? Ich glaube zu dem oben, ne? Ja, Saturn ist vorübergehend geschlossen, I know. Aber ich, nein, oh, nein, ich will das Taxi. Gib mir das Taxi, gib mir das Taxi, gib mir das Taxi. Hier von. Ich glaube nämlich, das warst schon du, ne? Wenn wir mal gucken, wir haben Einzelhandel. C1. Ein... Ich hätte gerne nur den. Schaut ordentlich aus mit zwei Kassen. Finde ich in Ordnung. Ich werde vielleicht ein paar mehr Lager noch reintun. Wo steht er denn? Schauen wir mal, was er uns dafür abnehmen möchte. Ich hätte gerne Saturn West. Morgen am besten und modern. Ach, für 200.000, du. Easy. Verkaufen, ja. Perfekt, dankeschön. Gut, dann müssen wir mal kurz einen Anruf machen. Headhunter, wo ist denn Mohammed? Servus Mohammed, du. Ich bräuchte bitte ein paar ausgezeichnete Kundendienstmitarbeiter. Die ja nicht 5-Tage-Woche wollen. Kein Wochenende ist ausgeschlossen, keine Frühschichten ist ausgeschlossen, keine Nachtschichten ist ausgeschlossen. Obwohl keine Reinigungsschichten ist mir wurscht, weil es sind nur Mitarbeiter. Keine Spätschichten, also das da muss alles weg. So über 100. Kannst du mir mal bitte rekrutieren beginnen? Ich bräuchte, gib mir 15 oder so. Das sollte passen. Reinigungskräfte besorgen wir uns danach noch. Gut. Dann, brauche ich ein Taxi. Taxi! Wow! Taxi! Stopp! Taxi! Dankeschön. ich wollte einmal bei unserem Saturn vorbeischauen. War ich schon lange nicht mehr. Da steht auch mein Auto davor. Hallo, Otto! Moin, Leute! Moin! Ich wollte mal anschauen, wie es bei euch läuft. Ich war ja schon lange nicht mehr hier. Das sind meine Security-Leute, wie es ausschaut. Und? Irgendwelche Überfälle gewesen, irgendwelche Leute, die was stehlen wollten. Habe ich mir schon gedacht, dass keiner hier was machen will. Immerhin Überwachungskameras.
Das ist ein Profiladen. Ja, ja. Was? Schon 5 Kandidaten? Wahnsinn! Aber wir warten bis morgen. Leute, ich gehe mal weiter. Wir haben bald einen zweiten Laden und ich werde vielleicht euch einen. Vielleicht könnt ihr die neuen Mitarbeiter dann ein bisschen einschulen. Ich schicke sie immer mal wieder vorbei. Sie sollen mal einen Tag das bei euch anschauen. Und dann müssen die in den neuen Laden gehen. Ja. Wir wollen die Konkurrenz ja ausschließen, ne? Saturn for the life! Ja. Oh Gott. Ich müsste mal wieder GTA-RP machen. Ich hätte so Bock drauf. Dann mache ich einen Elektronikladen in GTA-RP auf. So. Dann. Gehen wir schlafen, weil morgen wird es dann wieder 1,5 Millionen. Alter, leck mich doch am Arsch. Ist das übel. Hund, lass das. Hundi, lass das. Und Mohammed Meyer und Christina Beihert. Beihert, was hat Beihert? Bitte nix, Christian Meyer. Hallo Chef, wir sind von Mohammed, nur weil du für mich Top-Mitarbeiter suchen musst, heißt es noch lange nicht, dass du ein Mauspad kriegst. Du kriegst einen goldenen Laptop, aber kein Mauspad. Anna, ich hab nicht dich gemeint. Nein, ich hab nicht dich gemeint. Du bist zwar echt süß. Du bist ein echt süßes Hundi. Aber jetzt nicht, nein. Ich weiß, du bist ein Knuddel. Knuddeltierchen. Ich habe hier so einen Hund unter mir. Und der ist knuddelbedürftig. Der ist knuddelbedürftig. Der kriegt zu wenig Aufmerksamkeit, habe ich immer das Gefühl. Aber du kriegst sehr viel Aufmerksamkeit. Ja, du kriegst so viel Aufmerksamkeit. Und du bist so süß. Du hast so einen süßen Erdmännchenblick. Ja, ja. Zurück zum Thema. unser Innenausstatter. Hallo, die Installation für Gebäude ist abgeschlossen. Vielen Dank, dass Sie unseren Dienst genutzt haben. Super. So, my employees, wir haben hier Anfragen. Ich würde gerne nach Hauptfähigkeit suchen. Oh, das sind die mit 100. Sauberes Arbeitsumfeld, keine Reinigungsschichten. Absolut ohne Probleme. Sauberes Arbeitsumfeld sollte auch in Zukunft gegeben sein. Ich bin erstaunt, ihr wollt keine Goldkrankenversicherung. Friedliches Arbeitsumfeld. Mit mir immer eine schwierige Sache. Aber ihr kriegt eine Goldkrankenversicherung. Das garantiere ich euch. Ah, ihr erinnert mich gerade dran. Ich muss eventuell noch mit dem Krankenhaus telefonieren. Ich habe eine neue Personalerin, die hat noch keine Mitarbeiter. Die kriegt jetzt die hier von West. Die hat aber noch keine Goldversicherung bekommen. Die müsste ich eventuell nochmal. Kann ich Krankenhaus anrufen? Oder was fällt Krankenhaus? Krankenhaus. Unter was fällt Krankenhaus? Krankenversicherungsmanager. Ah, schauen. Anrufen. Moinsen. Ich brauche eine neue Partnerschaft. Und zwar für Louis Hunter hätte ich gerne eine Gold. Könnt ihr mir da eventuell ein Angebot schicken? Super. Perfekt. Wir bereiten die Partnerschaft vor und senden Ihnen schnellstmöglich eine Einzelheiten des Angebots zu. Erwarten Sie eine Antwort in 1 bis 2 Tagen. Perfekt. Dankeschön. Schauen wir noch mal kurz nochmal in Finanzen. Ich bin gerade voll irgendwie drin. Also ihr seht schon, unser Geld arbeitet, aber nicht so viel, wie ich natürlich gerne hätte. Er zeigt uns das halt natürlich auch nicht. Doch, warte mal, er zeigt uns hier genau. Wir haben gestartet mit, wir haben 40.000 Umsatz gemacht aktuell mit dem Zeug. Bei einer, obwohl 40.000, ja okay, das sind jetzt 12 Tage und wir haben 40.000 Umsatz gemacht. Von sozusagen nichts. Wenn ich jetzt meine ganzen Firmen verkaufen würde, hätte ich wahrscheinlich so an die, sagen wir 10 Millionen, bedeutet, ich würde in das gute 400.000 im Monat machen, in 12 Tagen machen, also im halben Monat, bedeutet 1 Million Umsatz im Monat. Bedeutet, wenn ich das Spiel einfach laufen lassen würde, hätte ich in kürzester Zeit massive Finanzen. Und du darfst nicht vergessen, das stockt sich ja ab, weil das geht ja immer hoch. Und durchs hoch gehen wird es immer noch mehr. Gut, aber wir wollen ja jetzt erstmal gucken. Hier, wir brauchen mal für, erstens, Bisman, Headhunter, das hast du super gemacht. Ich brauche jetzt auch Reinigungskräfte, bitte. Selbes Spiel hier. Ich bräuchte Teilzeit, keine Teilzeit und das ganze restliche Klambansch natürlich. Alles ausgeschlossen. So, genau. Reinigung, Rekrutierung, Gewinnen. Gib mir 10, das sollte reichen. Dankeschön. Dann würde ich einmal kurz hier im Bismarck schauen und Saturn West, der hatte natürlich aktuell noch nichts drin. Zeitplan. Wir haben 2 Kassen. Wenn ich die von früh bis morgens besetzt habe, brauche ich gleich 6 Leute oder so.
glaube ich. Wir wollen Sonntag auch Haufen haben. Ich stelle jetzt einfach mal ein, weil ich kann dir eigentlich gleich auch zuweisen, oder? Sind da schon Reinigungskräfte drüber? Nee. Ah, nee, warte, das sind meine Mitarbeiter. Ups. Also grundsätzlich seid ihr Unternehmen festlegen, Saturn West. Um nochmal zurückzugehen, du passt mir. Gold, Krankenversicherung, absolut kein Problem. Silber, Krankenversicherung, kein Problem. Sauberes Arbeiten, auch kein Problem. Du bleibst mal draußen, auch kein Problem. Das sind jetzt 5. 6. Ich würde euch gerne einstellen. Yes. Dann gehen wir auf Beastman. West. Zeitplan. Und dann legen wir mal los. Ich muss nicht erstmal rausfinden, wie viel hier circa Vollzeit ist. Du arbeitest jetzt so viel. Bedeutet, ich muss dich dann auch so einstellen, dass du 49 Stunden arbeitest. Oha, okay. Wenn wir von euch von hinten anfangen, das ganze Pferd aufzusatteln. Brauchen wir einen weiteren. Absolut kein Problem. Ja, genau. Silberkammer, keine gerade Geschichten. Du bist eingestellt. Und der Rest von euch muss ich leider verwerfen. Aber ich finde super, dass unsere Kollegen. Wow, was ist mit dem Schiff gelaufen? Aber wir sind Platz 4. Und wir machen Minen, wir gehen runter, weil einfach Ausgaben wahrscheinlich und alles drum dran. Aber wir sind 1,5, wir sind 1,3. Also ich glaube, mit dem nächsten Acquirement könnten wir gut auf den 3. Platz rutschen und somit einer der Top 3 Leute hier sein. Zurück auf Zeitplan, denn wir haben jetzt hier noch ihn hier. Er kriegt hier den Ossi Osborn Platz und den Platz hier. Perfekt. Perfekt. Reinigungsschichten werde ich wahrscheinlich so ein bisschen aufteilen. Da werde ich 4 Leute wahrscheinlich einstellen. 1, 2, 3, 4. Ja, das sollte passen. 4 Leute. Oder machen wir 5. Und Sicherheitspersonal werde ich auch 5 einstellen oder sowas. Das sollte kein Problem sein. Ja, stimmt, ich müsste vielleicht. Stopp, Taxi, Taxi, stopp, 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 bleib stehen! Mama mia, bleib da! Ich muss mal kurz zu meinem neuen Laden. Alter, der ist am Ende der Welt! Hinter dem Horizont! Gut, Leute, aber ich würde sagen, wir schauen in der nächsten Folge rein und schauen uns mal, wie der ausschaut. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst uns einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao!